Hey Leute, ich bin's wieder, euer Schokazoo. Ja, das war ein bisschen witzig. Ich habe am Montag schon ein Video gemacht, aber das war irgendwie corrupted. Das ging nicht zum Hochladen. Das war sozusagen weg. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, leck mich jetzt. An dem Tag hatte ich ja dann auch keinen Bock mehr. Oder dann musste ich raiden und keine Ahnung. Dann war Stress. Ja, und deswegen mache ich halt heute einfach nochmal dasselbe. Ich habe letztes Mal ein Arena und ein Guildboss-Video hochgeladen. Machen wir dasselbe, aber ich wollte noch, bevor wir anfangen, kurz quatschen. Die haben gestern oder heute in der Früh angekündigt, Hall of Heroes Todesritter Licht. Was ich dazu sagen muss, wer kann, wer Zeit hat, wer einen Bryant hat, einen Diaz noch hat von dem alten Hall of Heroes, weil Diaz war ja auch schon mal Hall of Heroes und noch Skill-Ups für den braucht. Holt euch auf jeden Fall den Todesritter und macht Skill-Ups dafür. Ob es jetzt ein Bryant ist, ein Fedora, ein Diaz. Vielleicht sogar ein Arnold, wenn ihr einen braucht. Skillt die voll mit dem Todesritter. Holt euch so viele Todesritter, dass ihr die Skills voll machen könnt. Das ist unglaublich wichtig bei den DKs, weil die dadurch so viel mehr Schaden machen und ihre Skills so viel besser treffen. Also das ist echt lohnenswert. Und zu ihm muss ich noch sagen, ich habe gelesen, dass seine Skalierungen vom Damage recht gut sind. Und deswegen probiere ich ihn mal aus und guck mal, wie das Ganze läuft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn hier Six-Star oder was ich mache, aber ich würde ihn schon gerne mal ausprobieren oder wenn jemand aus meiner Gilde ihn ausprobiert, werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie er ist. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, farmt euch mal einen. Weil er könnte ein echt gutes Monster sein, meiner Meinung nach. Weil ich habe auf der Wiki gesehen, dass der letzte Skill eine 720-prozentige Skalierung hat. Das bedeutet, dass er 720% von seiner Attack als Schaden macht mit dem letzten Skill. Und das ist schon echt hoch. Um es mal ein bisschen so zu vergleichen, mein Tossi hat auf seinem letzten Skill eine 170-prozentige Skalierung. 170. Und er hat 720. Bei ihm muss man halt noch sagen, er bekommt hier nochmal 25% Damage dazu. Das heißt, es ist ungefähr eine 250er Skalierung oder sowas. Also ich denke, dass der Schaden richtig hoch sein kann. Gut, das war mal das, was ich zu Konrad sagen wollte. Also ich werde das HOH durchfarmen. Ich möchte vielleicht mein Diaz werde ich ganz sicher vollskillen. Dann möchte ich vielleicht noch mein Fedora vollskillen, der zwar noch 4-Star im Storage liegt, aber wer weiß. Das wären dann 21 Death Knights für mich. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Aber ja, das ist so mein Plan. Und der Stream am Freitag wird stattfinden, ganz normal. Aber ich wollte euch noch dazu sagen, dass ich während dem Stream Hall of Heroes farmen werde. Und natürlich gerne euch helfen bei jeglichen Sachen. Aber ich werde nicht mit dem Account auf andere Accounts gehen und mir die angucken. Aber ich kann euch natürlich eine Arena Defense empfehlen oder was auch immer. Wie gesagt, für Giants und für Dragons haben wir im Stream den Nightbot, der euch dann sagen kann, was ich euch da für ein Team vorschlage. Und ich habe es ja auch hier schon ein paar Mal erklärt, was ich jedem empfehlen würde, für Giants und Dragons zu machen. Und Monster-Runen-Guides sind erklärt im Stream, wenn man einfach das Monster eingibt. Aber das wisst ihr auch, wenn ihr schon mal im Stream wart. Genau, und wie gesagt, mit Arena-Devs und was als nächstes Six dann und so weiter, das können wir uns schon angucken. Zur Not müsst ihr es halt in den Chat schreiben, dass ich euch was sagen kann dazu. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht euch das normalerweise nichts, hoffe ich mal. Also ich würde mich trotzdem freuen, wenn viele Leute einschalten. Genau, Stream ist ganz normal um 15 Uhr am Freitag. Und ja. Genau, jetzt fahre ich mich hier mal durch in der Arena. Mein Tossi muss noch ein bisschen schneller werden, ist das Problem. Ich habe es mir mal ausgerechnet, wie schnell mein Tossi und meine anderen Monster sein müssen, dass keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder kein Geschwindigkeitsgap zwischen meinem Bernard und meinen anderen Monstern ist. Und das würde heißen, ich brauche alle meine Monster auf mindestens 194 Speed. Das heißt, ich will Galen ungefähr auf 200 haben. 200 geht nicht, weil mein Poseidon nur 198 Speed hat. Das heißt, ich brauche Galen auf irgendwie 197 oder 196 Speed und alle anderen auf 195 Speed oder 194 Speed. Und das ist mal echt nicht einfach hinzukriegen.
Aber wie gesagt, das ist mein Plan und das will ich versuchen. Ich könnte trotzdem wahrscheinlich schon um einiges schneller machen, aber dann verliere ich die 100% Crit-Rate und das will ich halt auch nicht. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Außer Rush Hour die letzte Zeit, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber naja, das wird schon wieder hinhauen. Muss ich nur ein bisschen mich mal zusammenreißen und mal die richtigen Entscheidungen treffen und auch mal länger spielen als 20 Minuten zum Schluss. Ja, in den letzten Wochen habe ich einfach nur 20 Minuten Rush Hour gespielt oder so und habe dann drei Schwerter oder so in den Wind gejagt und dann war das nix. Aber naja, das kommt auch schon wieder. TUA ist, glaube ich, morgen oder übermorgen. Normalerweise übermorgen. Heute stand da ein Tag, also ist es übermorgen, weil das ist ja komischerweise total dämlich beschrieben, dass ein Tag da steht und wenn dann der eine Tag vorbei ist, dann fangen an die Stunden nochmal runter zu zählen von 24, was eigentlich ja auch nochmal ein Tag ist. Also fängt am Freitag, resettet am Freitag auch TUA. Das bedeutet für mich, dass ich entweder in der Arbeit TOA Normal mache und TOA Hard nach dem Wochenende oder dass ich TOA ganz skip und warte bis nach dem Hall of Heroes. Das muss ich mir noch überlegen. Aber kommt drauf an, wie gestresst oder wie viel Stress ich in der Arbeit habe. Weil man kann das ja zum Glück relativ gemütlich in der Hosentasche spielen. Wahrscheinlich bin ich schon auf Stage. Weiß ich nicht was, bevor ich in die Arbeit komme. Weil ich stehe ja jeden Tag um 5 Uhr, glaube ich, auf oder sowas. Ja, Viertel nach 5 ist es normalerweise, obwohl ich erst um dreiviertel 7 in der Arbeit bin. Weil ich noch meine Ruhe brauche in der Früh, ein bisschen gemütlich in die Glotze gucken, meine Schwerter leer spielen und so weiter. Ja, so süchtig bin ich. So süchtig bin ich. Ich spiele meine Schwerter in der Früh. Direkt vor der Arbeit. Alle. Und meistens sogar meine Energie leer. Dann in der Brotzeit checke ich, ob ich irgendwas machen kann. Und Mittag ist dann meistens nochmal Energie und Schwerter leer spielen. Dann gucke ich Guild War. Meistens mache ich Guild War nicht Mittagspause, weil ja, wenn schwerer Guild War ist, mache ich sowieso nicht in der Mittagspause. Und wenn ich ein Video für euch machen will, warte ich auch mit dem Gildenkampf. Und dann spiele ich meistens noch Hearthstone Mittag. Die zweite halbe Stunde. Auf dem Handy. Das haben wir hier. Das ist Kacke. Ja, ich hoffe mal. Ich glaube, ich hätte ein Speedlead nehmen sollen. Ich werde es wahrscheinlich verscheißen, aber ich bin ja eh gerade beim Punktefarmen, deswegen ist es nicht so tragisch. Warum ich das trotzdem so spiele, ist, weil es einfach um einiges schneller ist. Ja, der, glaube ich, fehlt noch ein bisschen was von der Linie. Ich glaube, ich könnte das hinbekommen. Bernard darf halt nicht. Fuck, ich habe nicht auf Bernard geachtet. Jetzt ruft natürlich Chloe. Na klar! Ja, mal gucken, wie gut die Sierra ist. Oder wo der Theomas angreift. Okay, damit kann ich leben. Hey, Galleon lebt auch noch. Aber keiner hat mehr einen Defense Break. Bernard macht doch viel Schaden. Autsch. Jetzt nicht mehr. Jetzt Defense breaken wir Chloe. Dann resetten wir alles und killen Theomas. Und dann machen wir mal den Aoi. Und hoffen, dass es trotzdem noch geklaut hinhaut, obwohl ich falsches Team genommen habe. Ja, ich hätte den Reset von Zyrus eigentlich nicht gebraucht. Keine Ahnung, wieso man immer mit Zyrus spielt, wenn man einen hat. Ich hätte ihn jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Bei Ladrials will ich ihn immer drin haben, weil die Viecher mir einfach zu nervig sind. Aber jetzt gerade hätte ich es eigentlich gar nicht gebraucht. Ich hätte eigentlich auch safe spielen können. Oh, war sogar ein Guildie. Tempo-Member. Tempo-Leader. Also einer der Tempo-Leader. Na, das sollte gehen, hoffe ich. Hoffe ich mal. Das ist aber cool, das ist mal meine Offense gewesen mal. Wisst ihr vielleicht noch. Manchmal Chloe, manchmal Orion, je nachdem.
Ah, genau, was ich euch noch fragen wollte. Wäre cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, ob ihr da Bock drauf hättet, dass ich mal ein Video mache über alle die Runen auf allen meinen Monstern. Kann ich gerne machen. Also ich werde dann so durchgucken, durch jede Rune und so weiter. Könnt euch die Substats angucken und so. Aber ich werde jetzt nicht so lange draufbleiben, dass ihr das so seht, sondern also ich werde halt drüber gehen und dann könnt ihr Pause drücken, wenn ihr die Substats bei irgendeiner Rune sehen wollt. Ja, würde mich interessieren, ob euch das interessieren würde, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein und dann mache ich das Video. Also wie gesagt, nicht am Wochenende, weil Wochenende wird ausschließlich gefarmt, da wird nichts anderes gemacht. Vielleicht stelle ich mir sogar einen Wecker. Ich muss mal gucken, wie schnell ich das Team hinkriege. Ich würd das echt gerne irgendwie auf ein 3-Minuten-Team hinbekommen oder so. Und dann, dass ich einfach so viele wie möglich rausbekomme. Und dann irgendwie 8 Stunden schlafen und direkt wieder weiterfahren und Arena total ignorieren. Also Rush Hour werde ich schon machen, aber sonst nichts. Also sonst das ganze Wochenende keine Arena. Ja, und Gildenkämpfe muss ich offensichtlich machen, da ist wohl kein Weg dran vorbei. ja, ne Chloe sollte ich outspeeden können. Auf der Rangweite. Als dem Rank. Irgendwie steigt der Schaden von Tossi nicht. Das wundert mich. Oder mir kommt es nur so vor, keine Ahnung. Weil ich habe gestern wieder einen Tower geupgradet, den Licht Damage Tower. Der Schaden müsste eigentlich jedes Mal hochgehen von Tossi. Okay, Chasun 18,5 ist okay, denke ich. Aber ich würde gerne die 20 knacken endlich. Also so bei jedem Monster. Bei Pernas habe ich schon manchmal hinbekommen, wenn die gar keine Death haben oder so, dann, dass ich da 20 hätte zweimal. Aber ja, bei den meisten Monstern funktioniert es noch nicht. Das ist so mein magischer Wert. Ich würde gerne 20.000 Damage machen mit jedem Hit. Das wäre schon echt geil. Mann, haben wir ja viele Schwerter. Ja, das sollte auch so gehen. Gut, es ist schon 7, jetzt bin ich da schon zu spät, aber ich mache noch meine Gildenkämpfe. Aber ich wollte es mit euch beschmatzen, dass ihr da Bescheid wisst und ja, nebenbei ein bisschen Arena machen, dass ihr ein bisschen was zum Gucken habt. Das war eigentlich so das Hauptanliegen heute. Ja, Rune Removal Day habe ich nicht viel gemacht. Ich habe, genau das wollte ich auch noch erzählen. Ich habe Rune Removal Day für Blackie. Blackie hat sich überlegt, ob er vielleicht eine Clara machen soll. Und ich habe eine Clara 6 da rumliegen. Aber ich hatte der noch nie wirklich gute Runen gegeben. Und Blackie hat einen Feuer-Nuker gebraucht. Also einen Feuer-AOE-Damage-Dealer. Und dann habe ich einfach mal meiner Clara die Runen von meinem Lucian gegeben. Von meinem besseren Lucian. Und ich muss sagen, dass der letzte Skill von Clara gar nicht schlecht Schaden macht. Ich habe Fame und One Hell gespielt. Nicht Fame in One Hell, sondern den Boss Stage, also den untersten auf Hell und mit Galleon. Und Clara hat dreimal 7500 bis 8000 Schaden gemacht im letzten Skill. Also mit Defense Break und Attack Buff. Und das finde ich sehr cool, weil man kann, wenn man, weil bei Clara kann man ja beim letzten Skill die Crit-Rate ignorieren. Das heißt, sie hatte zwar meine Lucian Skills, meine Lucian Runen. Das bedeutet, es war viel zu viel Crit-Rate drauf für eine Clara eigentlich. Das heißt, man könnte viel mehr auf Crit-Damage gehen und kommt dann, weiß ich nicht, mit Runen recht gut auf 220, 230% oder so. Und mein Lucian ist eben nur auf, keine Ahnung, 180 oder so oder 160. Ja, 160, bisschen mehr als 160 hatte schon 180 um den Dreh. Das heißt, es ist noch mehr Potenzial drin. Ich sag, sie kann vermutlich um die 30.000 Schaden machen mit AOE. Und dazu hat er auch eh noch pro Hit eine 30% Stun-Chance. Das finde ich schon echt nice. Also wenn ihr Bock habt, eine Clara zu bauen, weil ihr die cool findet, weil die Skills interessant aussehen, der Damage stimmt auf jeden Fall. Also der Damage sollte passen. Und ich habe es dann auch nochmal mit meinem Tossi verglichen. Mein Tossi hat mit einem Hit, ich glaube, 15.000 oder 16.000 Schaden gemacht. Also es ist wie wenn mein Tossin Belladion hitten würde, was ich Schaden auf den Mobs gemacht habe.
in Famine. Das heißt also, es sind wirklich tanky Monster. Also ist der Schaden gut. Wer Bock hat, eine Clara zu bauen, ist auf jeden Fall worth. Ihr müsst nur aufpassen, dass sie keinen Hit bekommt, weil sonst hat sie die Crit Rate nicht mehr. Das ist halt das Negative oder so. Aber wie gesagt, dafür gibt's Chloes, dafür gibt's Bernards zum Beispiel. Aber wenn du Bernard benutzt, dann muss sie natürlich wieder auch eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Oder man benutzt Bernard und Megan, weil man braucht keine Crit Rate, um doppelt sozusagen die Attack Power zu buffen. Wäre auch so eine Möglichkeit. Ja, wollte ich euch auch mal so sagen, weil die meisten underraten Clara. Ich habe es auch getan. Deswegen wollte ich es mal ausprobieren für Blackie, weil der Bock drauf hatte, eine zu bauen. Er hat zwar jetzt mittlerweile schon Jhin gebaut, den Licht Ninja. Der Licht Ninja hittet fast genauso hart. Eigentlich hittet der Ninja härter, aber er ist natürlich auch schwerer zu runden, muss ich sagen, weil bei ihm brauchst du halt die Crit Rate, weil er bekommt es nicht. Aber ich denke, dass Clara recht einfach zu runden ist und dazu stunt sie noch. Deswegen finde ich sie gar keine so doofe Möglichkeit, sage ich mal. Gut, jetzt machen wir hier noch ein bisschen was. Jetzt haben wir hier. Okay, das ist schwul. Das ist doof. Ah, okay. Erstes Team machen wir. Zweites Team lassen wir so. Und erstes Team nehmen wir Tossi, Bernard. Machen wir so. Sollte hoffentlich klappen. Die anderen werden jetzt schon auf mich warten, aber. Oder auch nicht, weil sie selber langsam sind. Weiß ich nicht. Eins von den zwei. Aber da müssen sie sich kurz gedulden. Ja. Komm schon, Bernard. Ist voll doof. Ist auch wenn ich auf mein Handy spiele, so. Bei Bernard muss man immer genau auf das andere Monster klicken, sonst macht er seinen Speedbuff nicht. Nervt mich irgendwie. Tossi, bitte. Nein, kein Sword of the Supreme Skull Wolf. Jason, tu es nicht. Gut. Kannst du das bitte unterlassen? Vielen Dank. Dass du nicht proxst. Mein Bernard wird sterben. Ich würde gerne diese Chasun töten. Dankeschön. Buffen wir nochmal Speed. Aber weil Theomas ein Arsch ist, wird er eh nochmal auf Bernard gehen. Also vor allem, weil sein Leben so low ist. Oh, jetzt habe ich's. Jetzt ist es zu spät. Schaffen tun wir es, aber Bernard haben wir verloren. Das ist nicht so cool, weil dann werden die anderen Kämpfe langsamer. Oder ich kann vielleicht eins, vielleicht finde ich eins, wo ich Leo spielen kann. Oder vielleicht sogar ein Bomber. Das wäre auch eine nette Option. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt, mein Bomber-Team. Weil ich ja letztes Mal im Stream meinen Piraten geruhnt habe, kann ich theoretisch auch mein Bomber-Team ausprobieren. Ja, gehen wir mal auf Bella. Ach komm. Mein Orion hat noch eine +6 Rune. Die könnte ich echt mal upgraden. Leck mich doch. Fuck, Chasun kommt nicht dran. Warum stunst du Chasun? Ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Hier einfach meinen heißgeliebten Orion umbringen. Stirbt! Boah, zum Glück kam dann mal ein Proc. Das hätte der Depp bestimmt wieder geheilt. Gut. Gehen wir mal auf Ashe hier. Wenn ich einen Ashe hier in die Devs setze, macht der nur Käse. Aber bei manchen Leuten macht der echt, was der machen soll. Okay, gerade war auch kein Deathbreak auf Orion, wenn man so sehen will. Aber. Ah, da hat gerade jemand eine Chimöre bekommen. Ich will gar nicht wissen, was für eine. Bei Wasser ärgere ich mich nur. Ich hätte auch gerne einen Teyor. Oder Wind ist auch gut. Ich will eine Skowall-Chimäre. Finde ich, das ist eine coole Fähigkeit. 60.000 Schaden auf einen. Einfach mal so, weil man schnell ist. Finde ich einfach viel zu hart. Zusätzlich haben die beide noch
einen ziemlich guten letzten Skill. Feuer ist jetzt auch nicht schlecht, aber Feuer ist halt eine andere Marke. Das sollte mit Leo gehen. Das erste ist Käse. Das erste ist mal echter Käse. Ich könnte aber das auch bomben. Schon lasst uns das bomben. Lasst uns das bomben. Also machen wir erstmal hier das relativ safe Team. Relativ safe sage ich, weil nichts safe ist. Und hier benutzen wir ihn hier und ihn hier und die hier. Weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Und weil ich auch nicht weiß, wie lange ich meinen Dover noch so geruhnt habe. Weil ich finde, dass Dover fast anders geruhnt gehört für TOA. Und ich würde gerne ein Bomber-Team haben, aber ich habe gesagt, oder ich habe mir selbst gesagt, ich möchte erst ein Bomber-Team machen, oder mein zweiter Bomber wird ein Leapli, sonst mache ich kein Bomber-Team. Also ein Dark Joker. Solange ich den nicht bauen kann, mache ich kein Bomber-Team. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Immunity. Ach komm, wir können eine Runde warten, wir nehmen Immunity. Machen wir irgendwie Sorgen, dass der Theomas mich umlegt. Weil jetzt können wir heilen. Dann sollte Delphoi dran kommen und Cooldown. Optimal. Und dann latzen wir ihn weg. Oder auch nicht. Oder so. Gut. Als nächstes ist Ritesh dran. Oder Chloe. Ja, lass Chloe umlegen. Der Ritesh ist nur auf Revenge und dann proc da wieder, weil er drankommt, was er warum auch immer. Beastmogs nerven mich. Speed und Slow. Ich bräuchte eine Heilung. Eine Heilung wäre voll korrekt. Okay. Nicht so cool. Okay. God damn it. Jetzt prockst du. Du bist ein Affe. Theomas. Oh Mann. Wir lieben alle Immunity. Und mein Bella trifft sein Käse nicht. Der Ritesh hat aber echt nicht viel Leben, oder kommt mir das nur so vor? Resetten wir die mal hier. Resistance. Ich finde den Speedbuff doof. Hat der jetzt echt wieder geprockt, dass er. Ne, er hat noch. Gut. Ach, das eine war ein Revenge-Proc. Boah, was eine Nervensäge. Jetzt prockt er meinen Duo. Jetzt kann der Bella erst heilen. Slow. Dankeschön. Gut. Hoffentlich ist er jetzt tot. Sonst könnte es nervig werden. Ich würde Thiumas schon gerne behalten. Resetten. Ah, das hat funktioniert. Finde ich gut. Mein Theomas ist gut tanky und er hittet trotzdem ohne Attack Buff mit 15.000. Okay. Ja, okay, wir sollten sie outspeeden. Allesamt. Bomben. Und Bomben. Bye bye, Baby. Stunnen wir mal. Also das finde ich schon nice an dieser Bomber-Kombo, weil hier habe ich ja nochmal einen Stun. Der macht sogar recht viel Schaden. Also jetzt ist es eh gewonnen, so wie es eigentlich sein soll mit dem Bomber-Team. Aber leider funktioniert es nicht so oft. Leider kann man es nicht so oft benutzen. Bisschen schade. Weil es halt echt ein witziges Team ist. Kann ich das hier auch bomben? Ach komm. Wir haben noch nichts verloren, wir bomben das. Schau mal, beim zweiten haben wir denselben Käse nochmal. Komm, lass uns genau dieselben Teams spielen.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich hoffe, ich komme dran. Oh, er hat nur Megan gestunt. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Gut, du hast keinen Scheiß gemacht. Bombe drauf und boom. Nice. Jetzt hörst du auf. Prockst du nicht, gell? Prockst du nicht. Stunnen wir mal. Obwohl er sowieso gleich von der. Oh gut, der ist auch tot. Entfernen wir das mal. Hat's nicht entfernt. Eigentlich muss ich jetzt nicht stunnen. Wenn ich jetzt stunnen würde, wär's. Natürlich wird er nicht gestunnt. Oh Mann. Natürlich resistet er den Bombenstun. Scheiß Retesh. Stinkebär. Warum? Das ist der Wahnsinn. Zweimal hintereinander prockst du zwei Runden. Scheißkind. Fuck. Warum sind Beastmonks immer solche Missgeburten? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht hier in meinem Video rumflamen. Aber sie sind halt einfach fucking Arschlöcher. Ja, leck mich, Dumas. Pisser. Warum müssen mich immer alle procken? Wenn ich schon sauer bin, weil ich lauter Procs fress, zweimal hintereinander eine Doppelrunde von einem behinderten Retesh, der eigentlich schon gewonnen ist, fangt auch noch so eine Jasuna an, hier rum zu procken. Wie doof. Einfach nur, um den Käse hier länger zu machen. Ist auch noch eine Weile in Chloe, weißt? Dankeschön. Jetzt hat Jumas wenigstens meinen Hass gespürt und jetzt hat auch angefangen zu proppen. Mach kaputt. Ja, Resetten bringt nichts, hat gerade ihren Käse gemacht. Defense Break, Violent Proc. Weg. Kein Violent Proc. Leck mich! Weißt schon, und dann spielt auch noch so eine verschissene Chloe auf Violent. Mann, wie mich schon Violent Chloe aufgeregt haben, das ist ja halt auch der Wahnsinn. Zeit die Olle gleich wieder. Gut, stirb, stirb, danke. Oh Mann. Okay, der Kuma, habe ich Retouch vorhin gesagt, der Kuma hat mich aufgeregt gerade. Das war eine Verarsche hoch 10. Naja. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö.